Dafür sind diese Figuren. Okay. Was habe ich da jetzt eigentlich rausgenommen? Aufzugregler und eine Pförtnerkarte. Was habe ich da unten? Das ist das da, okay. Was unten ist das. Ist der Ego-Raum? Da fehlt der Dingens noch und ich kann hier generell betrachtet erstmal nichts machen. Ein Haufen Geröll. Ich muss ein geeignetes Werkzeug finden, bevor ich mir die Hände schmutzig mache. Hier könnte einer deiner Kollegen drunter liegen. Okay, dann halt nochmal. Ich kann leider die Räume nicht noch weiter drehen. Agentenfigur. Ich kann noch mehr Räume. Wow, noch Totenbett. Ich kann noch mehr Räume öffnen. Welcher Fall ist das jetzt schon wieder? Ein Hebel fehlt. Ich habe meinen leider schon verbraucht. Welcher Fall ist das denn? Ich könnte hier etwas aufwärmen oder Tee zubereiten. Ja, ich habe dafür auch Zeit, ne? Okay. Was bin ich hier? Bett für Meredith Huxley. Weder Schlaf noch Tod konnten ihr etwas anhaben. Es war der Master Detective, der ihre letzte Stunde brechen konnte. Das Ganze war so tragisch. Ich weiß leider nicht, welcher Fall das war. Nur der Hausmeister hat Zugriff auf die Museumsausstellung. Ich habe die Pförtnerkarte. Jetzt habe ich noch ein Bild und. Ah, was für das Dia? Das Bett ist mit Glas verkleidet. Das hält ungeziefer fern. Ja. Das ist schön. 3 von 3 und ich kann Tee kochen. Gut, die muss ich jetzt wahrscheinlich an die richtigen Plätze hängen. Rund. Oval. Ist wahrscheinlich nicht richtig hier. Hier ist auch nochmal oval. Kleinrund, kleineckig. So müsste richtig sein. Lucy. Okay. Ja. Wachs kann ich schmelzen. Der erste Teekanne. Ich kann hier etwas schmelzen, oder nicht? Etwas aufwärmen. Ja, das wächst. Ja. Nicht in die Teekanne wohl. Okay. Okay, das kann ich hier wohl nicht machen, ne? Reparierter Schlüssel. Wofür ist der? Hier. Aha. Reparierter Schlüssel. Der ist für hier irgendwo. Herzlos. Also hier kann ich jetzt nichts. Muss ich das da. Nee. Also ich soll hier rein. Kerzewachs. Yeah, Tee kochen kann ich hier drin auch nicht. Was soll ich hier tun? Okay. Wasser. Kann ich das Wachs nicht abspülen? Reparierte Schlüssel kann ich. Okay. Wasser für meine Teekanne. Für meine Gießkanne wollte ich gerade sagen. Okay. Koche ich jetzt erst Wasser und dann löse ich darin das Wachs auf. Okay. Gut. Machen wir es halt so. Aha. Also in dem Bett liegt zumindest keine Tote ausgestellt. Das ist schon mal gut. Sonne, Blumen und ein Zopf. Ich habe ein Schnorchelrohr. Wo ist der Rest dazu? Da hinten. Ich habe einen Schirm. Brauche ich nicht. Schade. Sonne. Geld.
Noch mehr Schirme, eine Pfauenfeder. Da muss ich aufschneiden. Tabletten, Blut. Was? Butterbrote. Blutbrote, alter Schwede. Mit mir ist, glaube ich, auch nicht mehr viel los, ne? Blumenpuppe. Kerze. Tabletten, Tischtennisschläger. Okay, ich brauche irgendwoher einen Tischtennisschläger. Da. Gut, ein Mechanoherz. Ich brauche etwas, um hier aufzumachen. Ah, da ist das Messer. Ich habe das Mechanoherz. Dieses wird die Glühbirne. Ach du Schande, wo gehört das jetzt hin? Boah, gib mir mal die Karte. Da oben rein. Ach ja. Ist wie gesagt Gedächtnis wie so eine Fliege, ne? Jetzt kann ich scheinbar nach oben. Hey, Kumpel! Hi. You made it! I thought you were a goner! I'm glad I was wrong. That surge that lowered the hall came from the tower. I'm sure of it. The archivist controlling the tower has very bad news. We should get to the tower to disable it. We can't escape while he's moving the rooms around. I'll look around the hall. Okay, wir müssen diesen Turm hier stoppen. Ich frage mich sowieso, wie riesig dieses Gebäude hier sein muss. Dass da hier ein Turm und ein Keller und drehende Sachen und sonst was, das hat von außen gar nicht so ausgesehen. Mal sehen, ob ich hier seltsame etwas in der Länge finden kann. Aha. Also erstmal kann ich das hier reinschieben, ne? Da kann ich meine iMod zusammenbauen. Kann ich ja mit einem Projektor projizieren. Ein Horn ist abgebrochen, als ich die Statue aufgebaut habe. Hey Randy, guten Morgen. Keine Sorge, vielleicht kann ich sie ja bei einer anderen Gelegenheit benutzen. Andere Gelegenheit? Es gibt keine andere. Dafür werde ich schon sorgen. Eine Lampe und drei Spiegel. Ich muss das Licht wahrscheinlich irgendwo hinlenken. Dafür ist mein Schlüssel. Oh, aber es ist im Übrigen 4 Uhr morgens. Mein Vogel ist gerade aufgewacht. Ein falscher Boden. Ich habe die Aussprache dafür aber nicht. Lesezeichen, okay. Ich würde mal sagen, ich mache mal ganz kurz Pause und beruhige meinen kleinen Zornvogel da hinten, ja. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, meine Vögel haben sich jetzt beruhigt. Kann ich mir dieses Buch ansehen? Ja. Wohin muss ich? Schon mal nicht nach unten. Oh wow, das geht ja sehr weit. Ist wahrscheinlich hier lang, ne? Das kann ja nur eine Milliarde Jahre dauern. Lampenzubehör. Es werde Licht, zumindest ein Lichtstrahl. Das X markiert die Stelle. Ich muss das Wachs entfernen. Ich habe das hier. Das geht tatsächlich. Für eine Glühbirne. Die war so wichtig, dass man sie verstecken musste, ne? Die ist für diesen hässlichen Projektor. Kann ich eigentlich über meine Karte reisen? Nein! Ich kann nicht über meine Karte reisen.
Wäre auch zu einfach gewesen. Ich muss jedes Mal hierhin zurück und das Ding ans Umschalten, ne? Die Konstruktion der Almoth. Ich brauche einen Adler, ein Dingenste, eine Händeabdruck. Ich suche jetzt einfach wild zusammen, was ich hier brauche. Da ist der Adler. Ah, hier sind so ein paar Sachen dabei, die passen überhaupt nicht ins Bild, ne? Ein Hammer, ein Käfer. Ah, er hat hier so also schön die Entwicklung von der Raupe zum Schmetterling aufgemalt und das war ihm wohl sehr wichtig. Ja, die Schraube. Da fehlt der Rest des Käfers. Ein E. Batteriesymbol und das Zahnrad hier. Und ich reiße die Leinwand auseinander und klaue mir ein Turmemblem. Ah, ein Turmemblem. Kommen wir damit jetzt nach oben? Das ist super umständlich alles. Es ist schon echt cool, aber... The mechanism can be stopped on the upper level. I'll see what I can find here. You try to find a way to the top. We'll... Oh, Entschuldigung, da habe ich versehentlich geklickt. Ja, je schneller wir das hier... Dass wir hinter uns bringen, desto besser. Harold war ein Genie, aber er hat sich von seinen Gefühlen leiten lassen. Das passiert mir nicht, ich bin besser, der Archivar und zukünftige Master Detective. Was Harold getan hat, war ein Akt der Verzweiflung. Der Archivar ist nur ein Wahnsinniger auf freiem Fuß. Okay, die Kette muss man reparieren. Betriebszeitaufzug 18 Uhr bis 18.04 Uhr. Das ist ja nicht sehr lang. Ich sollte die Kabel besser isolieren. Was ist das hier eigentlich? Ein Behälter. Mit einem Kopf darin. Wir sind im Übrigen ein weiblicher Master Detective, wenn ich das richtig gehört habe. Denn als der Typ uns in die Kuppel gesperrt hat, hatten wir eine weibliche Stimme. Ja, Sicherung, klar. Die Glocke bimmelt nirgendwo mehr. Thronemblem. Ich muss mich mal kurz einsperren, mein Freund. Ich muss eine Etage tiefer, ne? Nadel und Faden. Es ist die handwerklich beste Arbeit. Also hier fehlt das andere Horn. Also ich habe noch Isolierband und ich habe einen Lautsprecher. Kann ich in die anderen Räume schauen? Aber ich schätze mal, hier oben geht's weiter, ne? Ja, und dahinter ist vor allen Dingen noch ein Raum, den wir nicht haben, ne? Also ja, ich hab Ich dachte, ich bräuchte andere Handschuhe. Okay. Dann halt nicht. Das hält aber so alles, ne? Eine Schaufel. Wo grabe ich damit? Wo brauchte ich die Schaufel? Hier nicht.
Schaufel ist nicht für hier. Wofür brauche ich die? Das habe ich schon wieder vergessen. Ich habe eine ganze Weile Pause gemacht und mir auch zwischendrin was zu essen geholt. Das ist so umständlich, aber dafür sind diese Spiele teilweise ja bekannt. Also, man muss sich wirklich viel merken bei den Locations auch. Jetzt kann ich nachsehen, was hier oben ist. Das ist der Raum, den wir noch nicht hatten, Lucy. Also die Puppe war so schwer, dass der Mechanismus sich nach oben gezogen hat, statt weiter nach unten. Das ist gut zu wissen. Ein weiterer Öffnungsmechanismus. Wieso diese Besessenheit mit Emblemen? Weil er auch dazu gehören will, wollte, wie auch immer, und dann gemerkt hat, oh, er hat's ja doch nicht drauf. Ach, was? Das hier, ne? Eines der Zahnräder fehlt und ich habe jetzt aber noch eine Uhr und ich habe noch einen Lautsprecher. Ah, da oben ist noch ein Lautsprecher. Kann ich hier sonst... Also hier gehört das hier, das, das, da. Ich habe jetzt eine Uhr. Ist hier noch irgendwie was? Nein. Ich kann aber die Transportkarte nur hier hin. Okay, ich brauche aber das hier. Und ich öffne den Wandschrank des Grauens, der aber sehr riesig ist. Schlüssel, Rabenschädel, Handabdruck. Ich hab Papageien. Ich hab die hier. Ich hab Schuhe. Die Sicherung, die brauche ich auf jeden Fall. Ich klicke hier Wildsachen an. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob ich die brauche. Ordnet eine Rose. Das war nicht der Orden. Hier. Jetzt brauche ich noch den Schlüssel. Ey, da muss es bitte groß im Bild zu sehen sein, sonst finde ich den nicht. Wenn der winzig ist. Ist der? Zeige dich mir. Offenbare dich mir bitte. Ernsthaft, wo ist der? Shit. Oh wow. Ja, nee, da habe ich nicht aufgepasst. Okay, das geht jetzt hier weiter. Für das Zahnrad. Wow. Also mit. Aha. Ich kann nicht zurück. Der Aufzug ist mein einziger Weg hier raus. Und hier fährt jetzt plötzlich irgendwas hoch? Detective, etwas ist passiert. Die Tür hat sich hinter Ihnen geschlossen. Ich vermute, der Aufzug ist der einzige Weg nach unten. Sie müssen ihn nun wieder zum Laufen bringen. Ich bin im Turm eingesperrt, aber ich werde mich nicht verhalten wie ein Kaninchen im Scheinwerferlicht. Ich bringe den Aufzug wieder zum Laufen. Blake hat irgendwas kaputt gemacht und ich würde gerade sagen, mein Typ steht ja nur noch da unten und... Aha. Ich kann das scheinbar auch drehen, richtig? Muss das an die richtige Stelle passen? Also hier war schon mal nicht. Jetzt wäre die Zahnräder richtig.